Hallo Hansa-Fans, ungewohnte Glücksgefühle an der Ostseeküste. 3 Siege bei 10:0 Toren in Folge. Wir reiben uns verwundert die Augen und fragen uns, ist das Wirklichkeit oder war das alles nur ein Traum? Einer, der uns diese und andere Fragen aus dem sportlichen Bereich des FC Hansa Rostock beantworten kann, der ist heute hier bei Hansa im Team zu Gast, unser Vorstand Sport. Herzlich willkommen, René Schneider. Ja, René, egal wie oft ich mich die letzten Tage auch gekniffen habe, die Siege gegen Paderborn, Zwickau und Köln, die sind Wirklichkeit. Und ich muss sagen, es fühlt sich verdammt gut an. Wie ist deine Gefühlslage aktuell? Ja, ich kann das nur bestätigen. Also mir geht es natürlich auch wunderbar. Ich kann das auch von der Mannschaft sagen, vom Trainerteam halt. Ne? Es ist natürlich momentan super Stimmung in der Truppe halt. Ne? Also wir haben nach dem Lottespiel ja zusammengesessen halt, haben gesagt, so geht das nicht weiter. Und im Prinzip hat die Mannschaft das toll umgesetzt in den letzten Spielen. Also gerade das Spiel gegen Köln, das war so, ja, glaube ich, fast Optimum, was die Mannschaft da geleistet hat, von der Defensive bis zur Offensive. Und im Prinzip konnte sie das in den nächsten Spielen weiter fortsetzen. Und das stimmt uns natürlich für die Zukunft ja, recht positiv. Und ich merke schon Freude, aber noch nicht so die Euphorie. Und wenn man die aktuelle Tabelle sich mal so anguckt, dann denke ich, ist eine Euphorie eigentlich auch überhaupt nicht angebracht, weil zwischen Platz 2 und Platz 16 sind gerade mal 5 Punkte Unterschied. Eine verdammt enge Liga, oder? Absolut. Also wenn man jetzt unsere Spiele auch gesehen hat, es ist immer ganz eng. Gerade die ersten Spiele waren sicherlich nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Also einige Spiele waren ja, gerade in der ersten Halbzeit nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. In der zweiten Halbzeit war das dann oft etwas besser halt. Lotte war eine Katastrophe im Prinzip. Aber wie gesagt, also wir haben uns danach zusammengesetzt mit der Mannschaft und haben, glaube ich, da die richtigen Worte gefunden. Und die Mannschaft hat intern nochmal alles besprochen. Und wie gesagt, ich glaube, das ist die richtige Antwort auf den Platz in Köln, in Paderborn, in Zwickau oder hier zu Hause gegen Zwickau. Das war das richtige Signal. Trotzdem muss man sagen, wie du schon gesagt hast, wenn man auf die Tabelle guckt, ist alles eng beieinander. Wir wollen natürlich von Spiel zu Spiel gucken, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Nicht, dass wir jetzt hier wieder durchdrehen, sondern, wie gesagt, wir wollen jedes Spiel versuchen, bestmöglich zu gestalten und natürlich auch erfolgreich zu sein dann im Endeffekt. Und enge Liga hin oder her, wenn man sich die Tabelle nochmal genau anguckt, für mich schon überraschend, dass so mit Aufstiegsfavoriten vor der Saison wie Chemnitz oder Münster, dass die eigentlich relativ weit unten drin stecken und die Aufsteiger Lotte und Regensburg, Platz 3 und 4, hätte man ja vorher durchaus andersrum erwarten können. Ja, das ist eben die dritte Liga halt. Also für mich auch ganz überraschend, dass so eine Mannschaften eben weiter oben stehen. Auch gerade Paderborn, gegen die wir jetzt gespielt haben, die da mit Erstliga-, Zweitliga-erfahrenen Spielern spielen, hätte man sicherlich für etwas weiter oben erwartet, genauso Chemnitz. Ist aber nicht so. Das ist nun mal die Tatsache, die Tabelle. Und wie gesagt, man muss da den Hut vorziehen vor Lotte, Regensburg. Ganz klar, was die da für Arbeit leisten, super. Aber wie gesagt, das sind andere Mannschaften, wir müssen auf uns gucken, das ist dann entscheidend im Endeffekt und wie gesagt, wir hoffen, wir können diesen Schwung mitnehmen. Nächstes Spiel ist Osnabrück, wie gesagt, ganz wichtiges Spiel, die Mannschaft ist heiß und wie gesagt, ich denke mal, das Publikum auch halt und wir freuen uns auf dieses Spiel. Lotte und Regensburg, beide oben, gegen beide haben wir gespielt, gegen beide verloren. Gerade das Lotte-Spiel, du hast jetzt schon einmal gesagt, das lag den Fans doch ziemlich schwer im Magen. Ich habe mir mal so ein paar Zitate rausgesucht da. Es ist doch jedes Jahr wieder die gleiche Scheiße. Oder vorgeführt von einem Aufsteiger im eigenen Stadion. Oder auch, toll, so sieht also eine ruhige Saison aus. Tja, harte Worte, aber schon mit einem Körnchen Wahrheit dran, ne? Ja klar, also das Spiel gegen Lotte war nicht gut gewesen halt, aber leider malt man mir da auch zu sehr schwarz und weiß halt. Ich glaube, dass wir da vorher auch Spiele dabei gehabt haben. Ich erinnere nur gegen Aalen, die erste Halbzeit war nicht ganz so gut halt, aber wie die Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit zurückgekommen ist, das war, glaube ich, gut gewesen. Wir haben dann das 1-1 noch erzielt, hätten das, wenn wir es noch besser ausspielen, sogar dort auch noch gewinnen können. Das gleiche, glaube ich, gegen Halle, wo wir, ich glaube, ja, ich glaube, also eine lange Zeit da auch mit 10 Mann gespielt haben. Von der kämpferischen Seite her war das super. Also ich sehe das nicht ganz so schwarz, halt, wie es manchmal auch ja, gesagt wird. Ich denke mal, die Mannschaft hat sich Stück für Stück irgendwo entwickelt. Und im Prinzip brauchten wir ja leider dieses Spiel gegen Lotte halt, wo wir alle doch irgendwo total enttäuscht gewesen sind. Und, aber es kam wahrscheinlich zum richtigen Zeitpunkt.
Und wie gesagt, wir haben uns da zusammengesetzt, so geht es nicht weiter. Und die Mannschaft hat sich ja dementsprechend danach in Köln ja hervorragend präsentiert. Und da kann man eigentlich ein schönes Zitat aus dem Hansafans.de-Forum nehmen. Vielen Dank an die Sportfreunde Lotte für das Aufwecken aus der Sommerpause. Ne? Das kann man so sagen. Ist eigentlich auch das gewesen, diese Vorgabe, ich weiß gar nicht, ob sie von außen oder von innen reingetragen wurde, dieses ruhige Saison, dass uns das so ein bisschen eingelullt hat und gar nicht so richtig fokussiert hat für die ersten Spiele? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, ganz einfach, wenn man jetzt die letzten beiden Saison gesehen hat, war das immer Nervenkitzel bis zum Schluss fast. Immer ging es um Abstieg und ist natürlich klar, dass man dann in der Führung und auch im Verein halt Ruhe haben möchte und im Endeffekt die Spiele so gestaltet, dass man ja frühzeitig den Klassenerhalt sichert. Das wäre eigentlich wünschenswert. Und das war, glaube ich, damit gemeint. Halt alles andere, glaube ich, wäre auch Quatsch, das ist alles Wunschdenken halt. Also wenn man da jetzt schon von der zweiten Bundesliga redet, ich glaube, das ist völlig verkehrt zum jetzigen Ansatz. Wir sind gut beraten, wenn wir im Prinzip, was ich vorhin schon gesagt habe, von Spiel zu Spiel denken. Und wie gesagt, das funktioniert zurzeit ganz gut. Wenn man sich die letzten Spiele anguckt, meine ich so von außen mit meinem laienhaften Verständnis zu sehen, dass die unterschiedlich liefen, die Siege. Also Zwickau und Köln eher so ein Erpressen des Gegners und gegen Paderborn so ein Konterfußball, wo wir einfach gnadenlos gut unsere wenigen Chancen ausgenutzt haben. Ist das so eine taktische Flexibilität, die du dir aktuell und auch zukünftig von der Mannschaft erwartest? Na, ich glaube, das Spiel gegen Köln, das ist, glaube ich, das Optimum, also was die Mannschaft da gezeigt hat. Wie gesagt, von der Defensive, diese Geilheit, auch diese Zweikämpfe zu gewinnen, diese Griffigkeit halt, also das war schon, wie gesagt, nah dran am Optimum halt. Die anderen Spiele, Zwickau, haben wir ein bisschen Glück gehabt, meiner Meinung nach. Also wir haben frühzeitig einen Elfmeter bekommen, dann das 2-0 gleich hinterher, haben dann meiner Meinung nach ein bisschen losgelassen halt. Dann haben wir Zwickau wieder ein bisschen spielen lassen. Man hatte auch immer auf der Tribüne so das Gefühl, na, wenn jetzt ein Standard kommt und er geht rein, dann fangen wir wieder ein bisschen an zu wackeln vielleicht. Hatten das auch nach der Halbzeit dann kurzzeitig, aber machen dann wieder zum richtigen Zeitpunkt das 3-0 und dann war die Sache auch gegessen und dann spielst du dich in so einen Rausch rein halt, ne, die Fans haben das so ein bisschen auch mitgetragen halt. Wie gesagt, war ein schönes Ereignis. Wie gesagt, Paderborn, erste Halbzeit auch nicht so gut gespielt. Wir haben dann, sind dann nicht so in die Zweikämpfe reingekommen. Wie gesagt, dann hat aber Paderborn auch ein bisschen nachgelassen, überraschenderweise halt. Und wir sind einfach, ist uns entgegengekommen. Die Räume wurden nachher größer halt. Sie schienen so ein bisschen platt zu sein, die Paderborner. Und wir haben das natürlich gnadenlos ausgenutzt. Und ja, das weiß man natürlich, dass wir auf unsere Konter, auf die es Verlass halt. Und man muss ganz ehrlich sagen, also Spieler auch wie Wanne, Stefan Andres, Erdmann halt, ne, was die jetzt zurzeit abreißen halt, das ist schon Wahnsinn halt, ne. Aber wie gesagt, insgesamt die Mannschaft funktioniert. Aber es ist schon so, dass wir unterschiedlich an die Spiele herangehen. Also wir sind nicht die Mannschaft, die sagen, wir ziehen unseren Stiefel durch, sondern wir gucken auch schon so ein bisschen auf den Gegner und passen uns taktisch da an. Na, ich glaube schon, dass Christian eine Taktik sich zurechtlegt vor jedem Spiel. Wir haben ja auch die Auswertung halt vom Gegner und man passt sich da natürlich ein bisschen weit an. Aber wie gesagt, wir müssen ja unser Spiel durchziehen. Und das basiert, glaube ich, auf der Defensive halt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stück halt, also wo wir sagen halt, da müssen alle mitarbeiten halt, das ist ganz, ganz wichtig halt, also vom Stürmer bis hinten zum Torwart müssen alle defensiv arbeiten. Wir haben, glaube ich, 7 Tore jetzt kassiert, das ist, glaube ich, das zweitbeste Team halt in der Liga. Ich glaube, die Duisburger haben nur 6 Gegentore bekommen, aber das ist schon, darauf kann man aufbauen halt. Und wenn die Defensive funktioniert, ist es natürlich dann auch einfacher, wenn wir dann im Block nach vorne spielen, schnell spielen. Wir haben schnelle Spieler und dann sind wir kaum zu halten, ne? Und das hat uns, glaube ich, jetzt auch die Erfolge eingebracht. Bist du ein sportlicher Leiter, der sich so in die sportlich-taktischen Belange auch im täglichen Ablauf schon mit einmischt, mit einbringt? Oder hast du da eher so die Beobachterrolle von außen? Ich denke beides. Ich beobachte das natürlich, kann das sicherlich auch gut einschätzen aufgrund meiner Erfahrung. Wir sitzen wöchentlich zusammen, Christian und ich halt, wir tauschen uns aus, wir werten die Spiele aus, wir gucken, wer ist der nächste Gegner halt. Also es wird über alles diskutiert dementsprechend und ich glaube, dass wir da ganz gut aneinander tun. Wo sitzt du eigentlich während der Spiele und gibt es da vielleicht auch einen Austausch, zum Beispiel während der Halbzeitpause mit dem Trainerteam oder gar nicht so die Kommunikation? Nein, ich sitze auf der Tribüne, das habe ich mit Christian vorher so besprochen halt, weil ich ganz einfach glaube halt, also ich möchte mich auch im Hintergrund halten, das habe ich Christian auch gesagt, also die Hauptaufgabe ist einfach,
dass Christian da auch ein bisschen in Ruhe gelassen wird. Ich möchte ihm da gerne den Rücken frei halten. Und wie gesagt, das ist meine Hauptaufgabe halt. Ne? Und wenn es irgendwas zu besprechen gibt, dann machen wir das in der Woche halt. Und das reicht dann auch komplett aus. Halt, ne? Aber die sportliche Verantwortung, was trainiert wird, das liegt ja auf Christian seinen Tisch. Außer es läuft vielleicht mal ganz irgendwas verquer, dass du dann wutentbrannt in die Kabine stürmst und noch eine Halbzeitansprache dann machst mal, ja? Glaube ich nicht, dass das passieren wird. Also da habe ich mich, glaube ich, soweit unter Kontrolle. Okay. Bevor du nun vor 80 Tagen genau zum Vorstand Sport beim FC Hansa Rostock ernannt wurdest, warst du ja schon zweimal als Spieler an Bord der Kogge, 1994 bis 96 und 99 bis 2001. Was hast du da so für Erinnerungen noch an diese Zeit mit und bei Hansa? Na, am schönsten war natürlich die Zeit, in der zweiten Liga mit Frank Pagelsdorf und Andreas Zachhuber, wo wir auch aus einem Team der Namenlosen, sage ich jetzt mal, einmal Hammer Fußball gespielt haben und Frank Pagelsdorf damals ja auch ausgab, aus dieser Truppe was zu machen und in die erste Liga aufzusteigen, wo wir alle ihn angeguckt haben, wie mit uns willst du in die erste Liga und geht doch eigentlich gar nicht. Und ja, der hat das wirklich hingekriegt. Also Stefan Beinlich oder Steffen Baumgart waren ja wirklich keine großen Nummern gewesen zu dem Zeitpunkt. Und er hat das wirklich verstanden, da diese Emotion, Motivation, alles zu wecken halt, um in diese erste Liga aufzusteigen. Und wir haben es dann tatsächlich am Ende geschafft. Und das war natürlich ein Riesenerfolg. Das war somit meine schönste Fußballerzeit, halt, das kann ich schon so sagen. Ja, und auch die Zeit, also dieser erste Abschnitt 94 bis 96, hier sieht man das noch im Bild, war schon so dein sportlicher Höhepunkt, ne, wenn man das so sagen kann? Ja, glaube ich schon. Also das ist mit dem Aufstieg in die erste Liga, wie gesagt, und wie wir es auch geschafft haben, war das sicherlich mein sportlich, bester Erfolg, ganz einfach, ja. Ist das da die Europameisterschaftsmedaille? Ja, ich denke, ja. Ist, ja, durch das Golden Goal von Oliver Bierhoff damals noch mit erzielt, ja. Es gibt ja viele prägende Ereignisse aus der Zeit, gerade dieser erste Abschnitt 94 bis 96. Ich habe mir mal so eins rausgesucht, weil das wollte ich schon immer mal besprechen, 28.10.1995. Wir haben im Olympiastadion unseren Zuschauerrekord gehabt, über 54.000 Zuschauer. Die Strafe war das, ne? Die Strafe, die letztlich dann geendet ist. Erinnerst du dich an das Spiel noch? Ja, ja, gegen Frankfurt. Mhm. Gegen Frankfurt, richtig. 1-1 oder so? Mhm. Ja. Nicht schlecht, also das Gedächtnis super, funktioniert. Ne? Da mussten wir auch schmunzeln halt. Ne? Also hat ja danach, wurde auch diese Strafe nie wieder, so, glaube ich, so ausgesprochen. Ja, genau. Aber ist schon ein Riesenspiel gewesen, ne? Also vor so vielen Zuschauern. Ist halt schon mal eine Nummer. Schiedsrichter der Partie damals, wie so oft bei geschichtsträchtigen Hansa-Spielen, Dr. Markus Merck und der Schiedsrichter. Der Zahnarzt, ja. Und der Schiri-Beobachter, der hat damals Folgendes notiert. Merck leitete die Partie sicher, bis auf eine Szene. Bei einem Foul von Schneider an Morner hätte Merck Elfmeter pfeifen müssen. Man muss auch mal Glück haben als Abwehrspieler, wa? Warst du denn überhaupt ein Elfmeter? Ja, ich habe den Schiri-Bericht da so hinterher gelesen. Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also. Es ist ja so, traut man der Statistik, hast du in 119 Pflichtspielen gerade mal 20 Gelbe, einmal Gelb-Rot und einmal Rot. Erscheint jetzt nicht so übermäßig viel. Bist du so vom Grundtyp her schon ein fairer Spieler gewesen oder hast du einfach nur oft Glück gehabt? Oft Glück gehabt, ne? Aber hier gibst du dein Wesen zu, ne? Ich denke mal schon, dass ich grundsätzlich kein unfairer Spieler gewesen bin. Also ich habe immer versucht, halt den Ball und den Gegner zu berühren. Das ist irgendwie am besten halt. Und wenn man es dann auch so anstellt, dass das der Schiri auch für einen wertet, dann hat man alles richtig gemacht. Mhm. Es muss auch ein bisschen wehtun im Zweikampf. Ja, hat Steffen Baumgart damals auch gesagt, es muss auch Aua machen beim Gegner. Definitiv, das habe ich den Jungs ja auch gesagt. Halt, ne? Also wir können nicht immer jeden hochhelfen und pusten und das wird nicht funktionieren hier in der dritten Liga. Und ihr müsst wieder Ärmel hoch halt, kratzen, beißen halt. Ne? Und nach dem Spiel kann man hingehen, Entschuldigung, alles gut. Aber im Spiel gibt es keine Freunde und Verwandte. Jetzt schaust du ja so auch mit anderen Augen drauf. Wie beurteilst du so die aktuelle Kartensituation bei unserem Team? Zu viel, zu wenig, gerade richtig? Gibt ja so den einen oder anderen, der. Das ist ja immer wieder die Diskussion, jede Saison halt. Ne?
Ich glaube, dass wir mit viel Einsatz spielen und dass die eine oder andere gelbe Karte, die wir jetzt auch gefangen haben, völlig unnötig ist. Also auch vom Schiri manchmal ganz schlecht gesehen. Also da fragt man sich manchmal, also was hat er da jetzt gesehen? Und wie gesagt, ich glaube, dass wir mit Erde da auf der Sechserposition einen haben, der rackert, macht und tut. Sieht manchmal auch ein bisschen unglücklich aus, halt, aber er ist ganz wichtig für die Mannschaft. Und wie gesagt, da passiert es dann auch mal, dass man im Eifer des Gefechts dann auch mal eine gelbe fängt und wie gesagt, es müssen alle da ranklotzen, machen und tun halt. Und ja, und da kann es auch mal passieren, dass man eine gelbe kriegt. Halt, ne? Ja. Wichtig ist nur, dass man nicht meckert. Das ist, finde ich, immer unnötig. Ball wegschlagen, Hemd ausziehen. Das weiß man alles vorher, das muss nicht sein. Aber wenn es im Zweikampf passiert, das ist nun mal so. Mhm. Wir sind auch von der Kartenstatistik her insgesamt, also guter Durchschnitt, genau mittendrin. Mit großem Abstand gibt es ein unfaires Team. Sportfreunde Lotte hat mich auch überrascht. Aber die sind ganz weit, also von den Punkten und den Karten her. Ja, muss echt sagen. Wir haben zwar 3-1 da auch verloren und haben geschimpft und gemeckert, aber die haben das echt gut gemacht. Hier, das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Natürlich ist es, wenn hier Lotte herkommt, kennt keiner. Ne, und man denkt, naja, die sind Aufsteiger, die musst du hier mal 5-0 aus dem Stadion schießen. Das ist nicht so halt. Also die haben echt abgezockte Fußballer da und die haben das hier in Rostock echt gut gemacht. Das muss man einfach auch mal anerkennen halt. Ne? Da gibt es ja noch ein Rückspiel, ne? Wo wir es aufarbeiten können. aus dem zweiten Abschnitt, 99 bis 2001, auch unter Andreas Zachhuber als Trainer, ist mir doch glatt im Hansa-Archiv sind mir so die Vorlagen für die Autogrammkarten in die Hände gefallen. Ich bin mal gespannt, ob du noch deine ganzen ehemaligen Teamkollegen da mit erkennst, aber keine Sorge, wir fangen einfach an damit. Mhm. Also der ist ja okay. Allgemein bekannt und so viel verändert hast dich eigentlich nicht, ne? Nee, ich weiß super. Nicht. Ja. Ja, okay. Ich fand diese Trikots damals so schön, weil mittendrin das FCH so hier in dem Dreieck, also das hat mir noch besonders da gefallen, aber ist ja Geschmackssache, ne? Da. So, wen haben wir denn da? Christian. Nein. Vom Publikum gleich erkannt. Ja, also ja, sehr das, ähnlich wie heute, ne? Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt noch Ohrringe trägt, muss ich mal drauf achten, ne? Aber zumindest die Lockenfrisur sieht schon. Hat er echt so viele Haare, ja? Also ich weiß nicht, ob es damals schon so viel gefotoshoppt wurde, aber das Ding muss echt sein, ne? Das ist die Rohversion, also die unbearbeitete Version, da ist nichts getürkt dran. Ja, Viktor. Viktor Agali. Unser Top-Transfer, ich glaube über 5 Millionen haben wir da gekriegt. Was könnte man heute als sportlicher Leiter mit 5 Millionen machen? Ne? Was würdest du uns da noch für ein Team zusammenstellen hier? Ja. Steffen? Ja, aber das ist der Kragen. Ist der Kragen. Aber da sieht man auch, da war nicht hier so mal nochmal mit 10 Mal hinstellen und Autogrammkarte, wenn man einmal doof geguckt hat, dann hast du die Saison ein Problem gehabt. Alles heute professioneller. Da gemacht, ne? Und letzter ist ja mein persönliches Highlight aus der Zeit. Ah, Andy. Also der sieht wirklich anders aus, ne? Oh ja. Also mit Stolz hat auch, das sieht irgendwie so auch so nach einem Tier da. Ja, ja. Aus, mal gucken, ja. Doch hat. Aber das sind so die Sachen. Ja, wie die Zeit vergeht, bleibt an keinem von uns sozusagen, wir bleiben alle nicht verschont. Wann und wo hast du mit dem Fußball eigentlich angefangen, mit dem Spielen? Ich habe mit 6 Jahren angefangen bei Motor Schwerin. Also die Mannschaft gibt es aber nicht mehr, aber ich komme ja aus Schwerin, gebürtig. Da habe ich so meine... Dein Vater hat dich mit hingenommen? Oder wie meistens ist ja so, dass Väter oder andere einen mit hinschleppen? Nee, ich bin da irgendwie alleine. Irgendwie, ich glaube durch ein... War das schon Schule? Ich weiß es gar nicht. War ich knapp Schule da irgendwie mit einem Freund da irgendwie hingetobt halt. Ne? Und dann ein bisschen... wie gesagt, da angefangen zu kicken halt, dann ging es über ISG Schwerin dann und dann ging es ja dann mit 12 dann zur KJS dann nach Magdeburg und ja, so ging es dann. Eigentlich habe ich meine Kinder- oder Jugendzeit halt mehr in Magdeburg verlebt, muss man ganz ehrlich sagen, halt, also da in der Kinder- und Jugendsportschule da. Ja, BSG Motor Schwerin gibt es nicht mehr, weil 2009 ja insgesamt so ein sehr ehrgeiziges Projekt in Schwerin gestartet wurde mit dem FC Mecklenburg Schwerin, so ein Zusammenschluss der Schweriner Vereine. Mhm. Ein Projekt, woraus mal was Großes entstehen kann, deiner Meinung, was auch vielleicht mal eine Konkurrenz zum FC Hansa Rostock werden könnte? Ja, es war einfach an der Zeit. Ne? Ich beobachte die Schweriner Fußball ja schon länger. Meine Eltern wohnen ja da auch noch und wie gesagt, ich habe da noch die einen oder anderen Kontakt. Und ja, ich glaube, das wurde an der Zeit halt, dass sich da ein Verein irgendwo bündelt, halt die Kräfte halt, weil ich sag mal, dieses Augenausstechen halt und es sind ja im Prinzip oft diese Befindlichkeiten halt, das schwächt einen mehr und ich glaube,
dass jetzt auch mit Martin Halpike ist ja nun auch da tätig beim FC Mecklenburg, da ein bisschen auch leistungsorientierter trainiert wird. Und dementsprechend sind sie auch letzte Saison aufgestiegen halt und ich glaube auch im Nachwuchsbereich halt sind sie da, ich glaube A und B auch in der Regionalliga vertreten. Also ich glaube schon, dass sich da in Schwerin was positiv entwickelt. Also muss man ganz einfach auch mal den Hut ziehen und sagen halt, ja, das ist eine richtige Entscheidung gewesen halt. Ne? Ich weiß, es gibt immer viele, die dann erstmal, oh nee, das geht nicht und da. Aber wie gesagt, man muss es dann auch mal durchziehen halt und ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Anderes ehrgeiziges Projekt, wo wir dann bei sind, auch den auch mal einfach mal durchziehen. 2003 hier in Rostock von dir selbst gestartet, zunächst mit der Fußballschule, später dann Förderkader mit dazugekommen. So Nachwuchstraining und Nachwuchsförderung, schon immer was, was dir so am Herzen lag? Oder wie kam es zu der Idee und der Umsetzung? Na, ich habe ja nach meiner Karriere oder überlegt, ja, was macht man? Und dann ist es natürlich, glaube ich, bei vielen, die dann ihr Fußballschuh an den Nagel hängen, halt, ja, bleibt nicht viel übrig, wenn man dem Fußball treu bleiben will. Also dann ist es meistens Trainer, Manager, Co-Trainer, aber ist ja begrenzt halt. Und ich habe gleich von Anfang gesagt, also ich würde gerne im Nachwuchs was machen halt und hatte dann mit meinem Partner Henrik Püritz, ja, nach einem Standort gesucht. Also ich hätte das auch, ja, Ruhrpott machen können halt, also gerade weil da ja viel Potenzial ist, viele Kinder halt auch da sind, aber wie gesagt, aufgrund meiner erfolgreichen Saison hier bei Hansa Rostock haben wir dann gesagt, ey, wir lassen uns das mal hier in Rostock machen und vielleicht gibt es da auch noch Ansatzpunkte einer Kooperation mit Hansa und dann fällt das vielleicht etwas leichter halt und so war dann die Entscheidung halt 2003 dann hier die Fußballschule zu öffnen. Du sollst diese Idee auch dem Landesfußballverband und auch dem FC Hansa Rostock durchaus mal vorgestellt haben, bist aber abgeblitzt damit. Ist das korrekt? Das ist richtig, ja. Also man fand das nicht so toll. Ja, das war damals noch eine andere Zeit. Ne? Hansa war erste Liga und waren viele Leute oder einige Leute gedacht haben, sind der Nabel der Welt. Und wie gesagt, wenn man die Unterstützung nicht haben möchte, halt, dann ist das so. Also ich habe das öfters mal probiert, halt hier irgendwie einen Fuß reinzubekommen. Halt, ne? Und wie gesagt, das wurde nicht gewollt. Und es hängt aber immer mit den Leuten zusammen, ne? Das muss ich auch sagen. Halt. Ich habe dann irgendwann auch ja, Haken hintergemacht, habe gesagt, okay, das ist so, wie es ist. Halt, ne? Und wie gesagt, jetzt ist es an der Zeit gewesen, jetzt ist Hansa Rostock auf mich zugekommen halt und hat dann eben angefragt, halt, ob wir nicht irgendwas machen können. Haben ja dann im unteren Bereich jetzt gerade Kindergartentraining, da eine Kooperation. Und so hat sich das jetzt entwickelt und ich glaube, dass das beiden gut tut. Ne? Start mit der Fußballschule war so ein bisschen holprig. Ich zitiere mal aus einem Presseartikel. Mit Partner Henrik Püritz startete er seine eigene mobile Fußballschule, warb in Rostock, Wismar, Güstrow, Ludwigslust und seiner Heimatstadt Schwerin um Jugendliche, verteilte Flyer, schaltete Anzeigen in Zeitungen, kaufte Material und Ausrüstung. Dann der große Tag, die erste Schulstunde, eine Trainingseinheit in Schwerin. Schneider und Püritz reisten mit dem eigenen Bus an, hatten alles dabei und es kamen... Einer. Genau. Ein Kind. Ja, Daniel Reinicke. Weiß ich noch wie den, heute. Den Namen weißt du noch. Ja, klar. Unten in Schwerin haben wir da trainiert und so fing alles an. Ne? Und aber deswegen ist es umso schöner halt zu sehen, wie die Entwicklung dann oder wie die Entwicklung gegangen ist dann. Und ja, das ist schon toll dann anzusehen halt. Ne? Aber wenn man das alles macht und es kommt ein Kind, da sagt man doch, das war's. Ja, es war ja jetzt die Anfangszeit. Ne? Also man hat einfach, wie gesagt, es dauert ja manchmal auch, wenn man ein Projekt entwickeln will, das geht manchmal nicht von heute auf morgen, das war uns auch bewusst gewesen. Wir wollten erst mal anfangen, ne? Das ist immer ganz wichtig bei Projekten, anfangen. Und im Prinzip, glaube ich, wenn man das vernünftig macht halt und dann nicht auch gleich aufgibt, halt, ne, dann wird auch ein Schuh draus. Inzwischen ist ja Fußballschule und Förderkader sehr erfolgreich, muss man ja anerkennen. Und auch eine Kooperation mit Hansa ins Leben gerufen, wie du schon erwähnt hast. Wie sieht die Kooperation jetzt genau aus? Kindergartentraining, ein Stichpunkt. Gibt es da noch mehr? Na, wir haben jetzt Anfang des Jahres erstmal mit diesem Projekt angefangen, halt, also dass wir im Prinzip zusammen mit Hansa Rostock in diese Kindergartengeschichte halt machen, wo wir Kinder aus dem Kindergarten abholen, dann werden sie trainiert und danach wieder nach in die Kita gefahren halt und das ist erstmal so ein Projekt, wo wir gesagt haben, okay, das lass uns erstmal anfangen und wie gesagt, die ein oder anderen Ideen, die man dann noch hat, halt, die wird man sehen, dass man das in nächster Zeit dann vielleicht verwirklicht. Henrik Püritz soll auch beratend auch bei uns schon mit tätig sein, habe ich zumindest gelesen. Ist da was dran? Da ist was dran, ja. Also Henrik Püritz wird die Nachwuchsabteilung
mit in der Ausbildung arbeiten. Also er wird da theoretisch und Praxisunterricht den Trainern geben, halt, weil ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, halt, also dass wir im Prinzip auch hier bei unserem Verein halt ja, die besten Trainer haben und die besten Trainer auch dementsprechend auch ausbilden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig halt. Und das ist auch so eine Sache halt, die ich ja fast mit als erstes hier verändern möchte halt, also dass wir hier wirklich Qualität reinkriegen halt und dementsprechend die Trainer so ausbilden halt, also dass die Jungs und die Eltern, die hier ja ihre Kinder herschicken, halt auch guten Gewissens halt ja die Kinder herschicken und wissen halt, sie werden hier bestmöglich gefördert. Vor kurzem Mitgliederversammlung beim Förderkader und war nicht jeder ganz so begeistert von der Kooperation. Da glaube ich so ein bisschen Angst vor dem großen Partner FC Hansa oder was kommt dabei raus? Ja, es ist natürlich, wenn man das jetzt gerade den Förderkader halt 10 Jahre begleitet hat, ist das natürlich für einige, die jetzt auch lange dabei sind, erstmal komisch halt, dass René Schneider jetzt nicht mehr dabei ist. Wie gesagt, man hat das jetzt aber versucht oder aufgrund dessen auch, dass wir den Förderkader auf mehrere Schultern verteilt haben, ist das, glaube ich, gar nicht so ein Problem. Aber es gibt eben Leute halt, die erstmal, ja, im Prinzip das alles erstmal schwarz sehen und im Prinzip versuchen der Henrik und ich halt, ja, unsere Arbeit zu machen und man wird irgendwann sehen halt, also dass beides auch funktioniert. Ich natürlich ein bisschen zurückgenommen, ganz klar halt, aber Henrik hat ja nun beide Funktionen halt, also er ist ja da auch sportlicher Leiter beim FC Förderkader und trotzdem wird er hier auch die Ausbildung steuern halt. Also ich glaube, da werden beide Vereine was von haben. Das ist eigentlich so diese Idee an dieser ganzen Geschichte halt und da braucht keine Angst haben, dass irgendwas wegschwimmt oder was weiß ich, das ist jetzt schlechtere Ausbildung beim Förderkader oder ja, aber die Leute machen sich halt Gedanken und das ist auch gut so. Aber wie gesagt, ich denke, man sollte immer, wenn jetzt auch ein neues Projekt irgendwo entsteht, sollte man erstmal alles mit offenen Armen empfangen und nicht gleich, nee, geht nicht oder das ist schlecht oder, sondern erstmal machen lassen. Ne? Und dann kann man am Ende abrechnen und sagen halt, ja, das war gut, das war schlecht, ne? Aber wie gesagt, erstmal arbeiten lassen. Mhm. Dass du im Nachwuchs nur was auf die Beine stellen kannst, hast du ja damit auch bewiesen. Wenn wir jetzt mal unseren Nachwuchs hier angucken beim FC Hansa, was würdest du insgesamt sagen, funktioniert eigentlich schon ganz gut und wo sind Ansatzpunkte, Verbesserungspunkte? Einen Bereich hast du ja schon gesagt, noch eine höhere Qualität an Trainern hier vielleicht herzuholen. Also was muss sich hier vielleicht bei uns nochmal ändern? Ja, es ist einfach so, dass ich positive Gespräche hier gehabt habe, gerade mit den Nachwuchstrainern halt. Also man ist ja hier auch ein bisschen durch die letzten Wochen und Monaten, ja, war eine gewisse Unruhe im Nachwuchs, in der Nachwuchsabteilung. Und wie gesagt, ich habe aber trotzdem Trainer vorgefunden, halt, die hier mit Herz und Leidenschaft dabei sind. Jetzt gilt es einfach, wieder eine Struktur zu entwickeln, halt, da sind wir jetzt gerade bei. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist halt, also wir haben uns jetzt zusammen halt, die Nachwuchstrainer, meine Wenigkeit, alle, die jetzt auch in leitender Funktion sind, wollen bis Dezember halt das neue Nachwuchskonzept dann auch vorstellen halt. Und wie gesagt, da geht es mir auch darum halt, ich hätte auch herkommen können und sagen können, ich stülpe euch hier irgendwas über. Das will ich nicht, sondern ich will alle mit ins Boot holen und jeder kann jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mit den Abteilungsleitern zusammen ja, Ideen entwickeln halt, also oft sind es ja die Trainer, die sind nun mal an der Basis halt, die bilden nun mal unsere Spieler aus halt und da ist es ja eben ganz wichtig, dass man da auch an der Basis erkennt halt, ja, was tut den Jungs gut und was ist vielleicht nicht so gut und das soll man irgendwo in einem Konzept zusammenfassen, wir werden das filtern und dementsprechend dann auch zu Papier bringen, dann habe ich die Trainer auch gleichzeitig in der Verantwortung und ab 1.1. geht es dann los halt und dann werden wir mit dem neuen Konzept dann arbeiten. Mhm. Wenn wir jetzt nochmal einen genaueren Blick so in den Leistungsbereich gucken, Leistungsbereich für mich ab C1, also die C1 Regionalliga, höchste Stufe, aktuell Tabellendritter hinter RB und Hertha, wunderbar, kann so bleiben. B-Junioren Bundesliga wird ein hartes Brot werden, ne? Ja, absolut halt. Das haben wir natürlich auch vorher gewusst. Ich hatte ja mit Marco auch ein Gespräch und er sagte auch ganz klar, Ziel ist Klassenerhalt und dementsprechend müssen wir daran arbeiten. Ne? Also es ist einfach jetzt die Momentaufnahme, ne? Tabelle sieht nicht gut aus, ne? Aber trotzdem gilt es jetzt nach vorne zu gucken, halt, ne? Die Mannschaft mitzunehmen. Halt. Es ist ja im Prinzip genau das Gleiche wie bei unserer ersten Männermannschaft. Halt, ne? Also man muss jetzt nach vorne gucken, halt, ne? Man muss die Mannschaft mitnehmen, muss die Trainer halt wieder dahin biegen halt, ne? Mit Emotionen, ne? Komm, das
geht. Also bloß nicht den Sand in den Kopf stecken halt, ne? Und das wäre das Schlimmste überhaupt halt, ne? Und wie gesagt, da ist Marco jetzt auch gefordert, wir sind gefordert halt, ne? Und wir werden das schon schaffen. Also B-Junioren Klassenerhalt irgendwie dann schaffen. A-Junioren Amateure, da sind ja beide im Moment Tabellen siebter, A-Junioren noch mit einem Spiel weniger. Also so Mittelfeld mit Tendenz nach oben. Was wären da so die Vorstellungen? Was sollten die erreichen, die Mannschaften? Ja, da ist es ja erstmal so wichtig, erstmal drinnen zu bleiben, ganz einfach. Ne? Also gerade A-Jugend halt, ne? Also da machen wir uns nichts vor, halt, da ist der Kader eben so bestückt halt. Glaube ich nicht für Höheres halt, ne? Das muss man ganz einfach so ganz klar so sagen halt, und ähnliches bei unseren Amas halt, ne? Ich habe mit Gerald auch ein längeres Gespräch geführt halt, ne? Da muss man auch von Spiel zu Spiel gucken halt, das Bestmögliche rausholen, und so ist es ähnlich auch bei der A-Jugend halt, ne? Also ich denke mal, das ist auch so die Ligen halt, also die wir gerade mit dem Kader, den wir haben, bestücken, und da sollten wir auch eine gute Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass es da zum Aufstieg oder so reichen wird. Zumindest laut Hörensagen ist das ja so, dass wir da im Nachwuchsbereich deutlich weniger Geld auch mit dieser Saison zur Verfügung haben und dafür doch noch angemessene Ergebnisse eigentlich bringen. Ne? Ja klar, also man muss ganz einfach sagen, man muss ja einen ganzen Apparat runterschrauben halt, und wie gesagt, für mich in erster Linie habe halt, sind die Leute, die daran arbeiten halt, also Talente wird es immer geben, und die haben wir ja auch beim FC Hansa Rostock, und wie gesagt, wir müssen jetzt die Qualität der Trainer, die Ausbildung, müssen wir einfach ja, weiter erhöhen. Wir müssen gucken halt, dass wir hier die besten Spieler herbekommen, aber auch gleichzeitig müssen hier die besten Trainer arbeiten, und das ist auch mein Ziel, und das will ich auch vorantreiben. Thema Nachwuchs, eigene Kinder hast du auch? Ja. Ne? Drei konnte ich lesen. Ja, also, ist richtig. Waren da auch Jungs dabei? Spielt einer auch Fußball oder ja, keiner? Ein Junge ist dabei halt, der ist ja schon 21, spielt aber zurzeit kein Fußball, der studiert jetzt gerade, und dann habe ich noch zwei Töchter, eine ist 17, die macht jetzt Abi, und meine Kleine, die wird im Januar 3. Also da ist, die könnte noch Nationalspielerin werden vielleicht. Ja. Naja. Dem Vater nacheifern. Wie gesagt, beim Förderkader, wie eben angesprochen, war eine Mitgliederversammlung. Beim FC Hansa wirft unsere MV auch ihre Schatten voraus, 20.11. das Datum. Und du bist schon im Bilde, dass es da auch mal hemdsärmlich zu Werke gehen kann. Ja, ich habe das auch letztes Jahr nur so nebenbei mitbekommen. Ja, da war ganz schön Stimmung. Natürlich glaube ich schon, dass wir daran auch gemessen werden, ganz einfach, wie die momentane Situation ist. Wie gesagt, wenn die Mannschaft gut spielt, wir erfolgreich sind, glaube ich, dann wird das eine schöne Mitgliederversammlung. Mhm. Wenn es nicht so sein sollte, ja, da muss man Rechenschaft ablegen, und die Mitglieder, das ist nun mal so halt, können da ja auch ja, Fragen stellen, die vielleicht unangenehm sind. Aber dafür sind wir auch da, das zu beantworten halt, ne? Also ich glaube aber, dass jedes Mitglied weiß halt, dass wir hier, die jetzt hier arbeiten halt, alles für den Verein tun halt, die Ärmel hochkrempeln, und ich glaube auch in den letzten Monaten ist hier viel passiert, auch mit gewissen Einschnitten halt, ne, was nicht einfach ist, wenn man dann langfristige Mitarbeiter entlassen muss halt aufgrund des Sanierungsprozesses. Aber wie gesagt, ich glaube, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist, und alle, die hier mitarbeiten, also nicht nur der Vorstand oder Aufsichtsrat, sondern auch die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle halt bis runtergebrochen halt, wir wollen das, diesen Erfolg, diesen mannschaftlichen Erfolg halt, ne? Wir versuchen der Mannschaft da den Rücken frei zu halten, und alle versuchen da, ja, wie gesagt, das Bestmögliche rauszuholen. Da kann sich jedes Mitglied eigentlich bewusst sein. Ja, und du sagst schon, wenn ihr sportlich weiterhin so ein auf einem Hoch dahin segelt, dann wird es eine ganz entspannte Mitgliederversammlung. Liegt also nur an euch, ne? An der Truppe. Absolut. Da. Wird aber, denke ich, trotzdem ein sehr langer Tag werden. Wir haben Aufsichtsratwahlen wieder, diesmal dann für vier Jahre. Und dann hat noch eine Gruppe fleißiger Hansa-Fans die Satzung überarbeitet und entstaubt. Werden auch einige Anträge da sein für Satzungsänderungen oder Verbesserungen. Also das könnte sich hinziehen da. Und wenn wir beim Thema Abstimmung sind, weiß jetzt mal gar nicht, ob das schon spruchreif ist, aber wir klar haben, glaube ich, ein neues Abstimmungssystem, weil da gab es ja auch mal so die ein oder andere Diskrepanz. Also ich glaube, wir stimmen elektronisch ab, kann keine Schwierigkeiten mehr geben bei der Stimmung. Wir sind gut aufgestellt. Wir sind sehr gut aufgestellt, hoffe ich mal. René, als bekannt wurde, dass du die sportliche Leitung beim FC Hansa übernehmen wirst, da haben die Fans natürlich auch diskutiert, Stärken und Schwächen von unserem neuen sportlichen Leiter. Stärken, Nachwuchs wurde dir zugebilligt und hohe Teamfähigkeit. Schwäche wurde angegeben die Unerfahrenheit. Und ich habe mal exemplarisch einen Beitrag rausgesucht da.
Fast alle Verträge laufen zur nächsten Saison aus. Da wartet viel harte Arbeit. Ich weiß nicht, wie ein unerfahrener Manager wie René Schneider das gebacken kriegen will. Tja, René, kriegst du das gebacken? Ja, ich denke schon halt. Ne? Ich, wie gesagt, komme ja aus dem Geschäft, halt, ist ja nichts Großes anderes. Ich saß nur auf der anderen Seite vom Tisch, halt, der Manager saß auf der anderen Seite. Und wie gesagt, ich glaube, dass ich hier in der kurzen Zeit halt mir einen guten Überblick über die Arbeit schon schaffen konnte halt und guten Einblick auch habe, was das Vertragsrecht angeht und dementsprechend glaube ich, dass ich gut aufgestellt bin und andersrum muss man auch sagen, habe ich auch Leute um mich drumherum halt, die im Prinzip mir dabei helfen, ganz einfach halt, ne? Ob's, wie gesagt, wir haben ja jedem Verein auch Rechtsanwälte halt, die dann im Prinzip auch diese Verträge mit ausarbeiten. Und dementsprechend gucken da auch mehrere Leute drüber halt, wenn so eine Geschichten auf den Tisch kommen halt. Andersrum kenne ich viele Berater. Das ist nun mal mein Netzwerk, was ich habe halt. Ne? Und dementsprechend, wie gesagt, kenne ich das Geschäft halt und da braucht derjenige keine Angst haben. Gut. Wie wird das Prozedere später sein? Wirst du so eine Mannschaft zusammenstellen oder wird das im Team beraten, welche Spieler verlängert werden oder welche neu an Bord der Kogge? Wird alles im Team bestimmt. Also die sportliche Leitung, also mit mir zusammen halt, mit dem Trainer. Wir basteln an dem Kader. Also erstmal haben wir das ja auch in diesem Sommer gemacht halt und versuchen den Kader immer zu verstärken, einmal mit Perspektivspielern, aber auch mit Spielern, die uns gleich helfen. Deswegen hat man ja auch im Sommer gesagt, okay, wir hatten ja noch ein bisschen Budget da, aber es sollte einer sein, halt, der uns gleich verstärkt, also gerade im Sturm. Und da haben wir im Prinzip jetzt keinen Schnellschuss gemacht, halt, sondern haben gesagt, okay, das ist öfters in den Jahren davor passiert, aber das wollten wir diesmal nicht, sondern wir wollten einen gezielten Treffer setzen halt und wie gesagt, jetzt ist auch noch für Winter halt ein bisschen was da halt. Wir sind auf der Suche halt, ganz klar, sind immer unterwegs nach unserem eigenen Spiel, fahren die Scouter umher halt, ich fahre umher halt, ne? Und dementsprechend sind wir da gut aufgestellt und werden versuchen halt schon im Winter vielleicht was zu realisieren, aber natürlich auch für die neue Saison halt den Kader immer wieder punktuell so zu verstärken halt, also dass wir erfolgreich sind. Ja, es war ja zumindest, war überall zu lesen, dass wir noch einen Stürmer suchen. Warum hat das letztlich nicht geklappt? Du sagst, kein Schnellschuss, hat alles nicht gepasst mit den Jungs. Weil wir ganz bewusst, wenn man jetzt die Spiele sieht, halt ja, absolut Vertrauen in die Mannschaft haben und wir haben absolut mehrere Torschützen und das haben wir natürlich alles gewusst und dementsprechend brauchten wir da nicht nachlegen. Ja. Nein, also wir waren natürlich auf der Suche halt, ne? Also, aber wie gesagt, es ist nicht so einfach hier Spieler an die Küste zu holen, also ich war auch ein bisschen überrascht, also was da auch manchmal im Prinzip für, ja, Entschuldigungen kamen halt, warum sie nicht an die Küste kommen. Als Christian hat es, glaube ich, auch schon mal in der Zeitung irgendwo mal erzählt. Also es ist wirklich so halt, ne? Dass einige sagen, das ist viel zu weit. Wo liegt Rostock? Ist das schon Schweden? Also es ist ganz verrückt. Und wie gesagt, aber trotzdem geht das immer weiter halt. Ne? Also es macht auch Spaß halt, also immer zu kämpfen halt um jemanden halt. Und wie gesagt, zurzeit ist es eben auch schön zu sehen, dass die Mannschaft halt im Prinzip, beste Beispiel ist Wanner halt, ne? Also der hat sich jetzt ja wirklich rausgekämpft da halt, ne? Und das ist so, wo man dann auch sagt, Mensch, das ist geil halt, ne? Also das ist so ein Spieler halt, der so ein bisschen in der Versenkung und wusste gar nicht so richtig, wo, was, ne? Und der jetzt wirklich durchdreht, ne? Und macht und tut halt, ne? Und dann sieht man erstmal, was möglich ist halt, ne? Und das stimmt uns schon optimistisch. Ja, und wozu noch ein Stürmer, wenn tatsächlich alle bis auf Marcel Schuhen treffen? Ne? Also ich glaube ja, gefühlt haben zumindest alle, ich glaube, der eine oder andere nicht, aber eigentlich haben ja wir Torschützen ohne Ende da. Ja, das ist natürlich unsere Aufgabe halt. Ne? Also wir halten natürlich die Augen offen halt, ne? Sind auf dem Markt präsent halt, ne? Führen Gespräche jetzt schon halt. Ne? Also wie gesagt, das ist ja ein fortlaufender Prozess ganz einfach. Eine Sache haben wir schon mal im Vorfeld für dich erledigt in Sachen Vertragsverlängerung. Ja, das wird jetzt viele Hansa-Fans freuen. Ich zeige dir das mal hier so. Okay. Na, also beim letzten Mecklenburger Abend, Hansa tischt auf. Da hat er das unterschrieben, der Marcel Schuhen. Ah, so. Na, also lieber Marcel, bitte vorher das nächste Mal das Kleingedruckte lesen, bevor man irgendwo seine Unterschrift drunter setzt. Wir freuen uns dann auf die nächsten 5 Jahre beim FC Hansa Rostock mit dir. Na, also insofern, die Baustelle ist beseitigt. Ja? Wir nehmen dir das Originaldokument, das ist dann zu deinen Händen hier dann damit. Und wo wir bei Marcel sind, wie viele Marcels haben wir eigentlich in der Mannschaft? Kriegen wir die zusammen an Spielern? Was haben wir da? Wir haben Marcel Schuhn, Marcel Ziemer,
Wäre mal gespannt, ob noch irgendeinem noch ein dritter Marcel hier einfällt. Ja? Ja. Ah. Marcel Brandt. Ja, also bevor jetzt hier alle auf den NDR zu Hause schimpfen, ich weiß nicht, ob der Mitteldeutsche Rundfunk so viel genauer damit liegt. Ja, also ganz wichtig für die To-Do-Liste demnächst, wir müssen wirklich an der Kommunikation mit den Medien arbeiten. Wir müssen nochmal denen deutlich machen, wie unser Trainer heißt. Oder hier so ein Schild. Möglichst irgendwie sowas damit dann machen, ja. Nach der Mitgliederversammlung im November kommt mit dem Dezember der Monat, wo für Cheftrainer an der Ostsee traditionell die Luft etwas dünner wird. Ja. Hat man sich so als sportlicher Leiter auch mal mit solchen Sachen befasst, dass man auch unangenehme Entscheidungen hier treffen muss, oder blendet man das eigentlich alles aus und sagt, ne, will ich noch gar nichts von wissen? Nee, absolut. Das gehört ja zu meinem Job halt. Ne? Also einmal haben wir den Kader halt, den wir erfolgreich bestücken müssen halt. Ne? An der Seite ist das Trainerteam auch wichtig und es gehört nun mal mit dazu halt. Ne? Mhm. Also dementsprechend hoffe ich ganz einfach halt, dass wir ja weiter erfolgreich sind halt. Ne? Und dann geht man dem Ganzen aus dem Wege halt, ne? Dass es dann ungemütlich wird. Und wie gesagt, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nur Positives sagen vom Trainerteam halt. Ne? Das fängt bei Christian an. Hört bei Björn auf halt, ne? Die sind da wirklich akribisch, sind immer da stundenlang auf dem Trainingsgelände halt, arbeiten akribisch halt, ne? Ich erlebe die Ansprachen auch nach verlorenen Spielen, aber auch nach Siegen bin ich ja selber in der Kabine halt, und wie gesagt, also da entsteht was und das stimmt mich echt positiv. Und diese positive Stimmung, die kann ich eigentlich nur mit einer kleinen Statistik auch wieder belegen. Hab mal das zusammengestellt, was die letzten Trainer bei uns hier an der Ostsee, wie viele Spiele die hatten und was die für einen Punkteschnitt eigentlich aufzuweisen hatten. Und also es ist nicht geschummelt, kann jeder die Daten sich auch aus dem Internet ziehen. Und wenn man die Trainer der letzten Jahre vergleicht, ist doch Christian Niklas Marcel Brandt also mit seinen 1,66 Durchschnittspunkten gar nicht so schlecht. Ne? Also es ist ein Punkteschnitt, der ist ja fast ein das wollen wir lieber nicht jetzt sagen. Also wir wollen ja mal realistisch bleiben. Aber das ist schon ein ganz ordentlicher Schnitt. Und apropos realistisch, was ist denn diese Saison realistisch für den FC Hansa Rostock zu erreichen in der Liga? Ja, erstmal geht das immer besser, ne? Also, denke ich mal, ne? Ja, realistisch, habe ich ja schon angedeutet halt, ne? Also jetzt da irgendwie eine Prognose abzugeben, ist, glaube ich, auch schwierig halt, ne? Also wir haben jetzt ausgegeben, immer von Spiel zu Spiel zu denken auch, ne, auch die Mannschaft dahingehend einzustellen halt, und damit fahren wir, glaube ich, ganz gut halt. Das haben wir auch nach dem Lottespiel gesagt, jetzt ist Köln dran halt, ne, da müssen wir was bewegen halt, und dann ging das auch jetzt immer so weiter halt, ne, und alles andere, was dann nachher im Endeffekt rauskommt, ist erstmal völlig zweitrangig halt, sondern wir müssen jetzt diesen Schwung, die diese Mannschaft zurzeit hat, die müssen wir versuchen, so lange wie möglich zu tragen halt, ne, also die Mannschaft, die Fans. Und wie gesagt, da hoffe ich jetzt auf das nächste Spiel. Jetzt ist ja erstmal Plate noch zwischendurch halt. Ne? Aber da müssen wir auch nochmal eine Leistung abliefern, halt ganz klar halt. Ne? Und wie gesagt, dann kommt Osnabrück. Und wie gesagt, da hoffen wir alle halt, dass das weitergeht. Ja, mit Osnabrück und dann Duisburg. Jetzt kommen dann die ordentlichen Brocken, die auch noch über uns stehen da. Da können wir mal wirklich zeigen, was wir drauf haben, ob das keine Eintagsfliege jetzt war, ne? Ja, aber das hat man jetzt ja vor Paderborn auch gesagt. Also Paderborn ist ja meiner Meinung nach auch eine Mannschaft mit erst Zweitliga erfahrenen Spielern halt, also wo man nicht einfach auch mal so 3-0 gewinnt halt. Ne? Und da hat die Mannschaft sich super präsentiert und wie gesagt, ich glaube, die dritte Liga ist so verrückt halt, ne? Und man muss da jeden Gegner ernst nehmen und dementsprechend alles abrufen halt, was man drauf hat. Und wie gesagt, da hoffen wir ganz einfach, dass es genauso gut funktioniert wie in den letzten Spielen gegen Osnabrück. Nun, dann halten wir mal fest, dass wir uns erstmal einig sind, dass wir keinen Trainerwechsel anstreben zum neuen Jahr. Nach dem Dezember kommt dann aber der Januar, und mit dem Januar einer der Saisonhöhepunkte für einige Fans schlechthin, das Wintertrainingslager. Und wie immer die spannende Frage, Spanien, Türkei oder doch die Malediven, wo wird es hingehen? Hast du da schon irgendwas, was du verkünden kannst, oder eine Tendenz? Nein, eine Tendenz gibt es dahingehend noch nicht halt. Also ich werde jetzt am Freitag höchstwahrscheinlich in die Türkei kurz fahren, werde mir da zwei Hotels angucken mit dem Robert zusammen.
Wir haben aber die Option mit Spanien auch ins Auge gefasst, weil man ja gucken muss, halt die politische Lage halt in der Türkei. Das hat sich zwar jetzt wieder ein bisschen beruhigt halt. Ne? Wir haben da auch die Mannschaft gefragt, in welche Richtung soll das gehen halt. Und dementsprechend muss man jetzt ganz einfach abwägen halt. Ne? Es ist auch ein bisschen Kostenfrage, muss man auch ganz einfach sagen. Also Spanien ist klar wesentlich teurer als die Türkei. Die Bedingungen sind in der Türkei super. Ich glaube, die Mannschaft war ja letzte Saison auch in der Türkei, war da sehr zufrieden gewesen. Und dementsprechend haben wir jetzt da ja, 2-3 Optionen. Und im Endeffekt werden wir das dann, wenn wir wiederkommen, halt dann entscheiden, halt mit der Mannschaft zusammen. Ja, Spanien ist teurer als die Türkei, aber wir wollen die Mannschaft ja auch lebend wieder haben, ne? Zumindest den Großteil. Also da muss man auch mal ganz genau dann nachgucken. Ja. Gut. Also wie gesagt, das ist natürlich ein heißes Thema. Man lächelt jetzt zwar so drüber, aber wie gesagt, wir machen uns da auch schon unsere Gedanken halt. Deswegen haben wir auch die Mannschaft ja auch befragt. Ne, das ist ja eigentlich auch sonst nicht, sonst bestimmt man ein Trainingslager und fertig aus halt, sondern und jetzt haben wir wirklich gesagt, Mensch, wie seht ihr das halt? Ne? Natürlich haben da die einen oder anderen Bedenken halt. Ne? Aber man muss dann, glaube ich, auch das Ganze irgendwo sehen halt. Ne? Wie gesagt, wir haben hier noch Sanierungsprozess halt und können natürlich auch nicht sagen, wir bezahlen so und so viel Geld für Spanien, was eigentlich gar nicht drin ist halt. Ne? Und da muss man ganz einfach gucken halt, also was bastelt man da halt, also was sind die Optionen und da wird man nachher eine Entscheidung treffen. Und was sich viele noch so wünschen, mal so einen richtigen Kracher im Wintertrainingslager als Gegner, als gegnerische Mannschaft, also mal keine zweite oder so, wenn das sich machen ließe. Ich leite ja nur die Wünsche weiter, ja. So wie da sind. Ne? Ja, sehr gerne halt. Also wie gesagt, aber da sind wir jetzt ja dran halt. Man muss ja dann immer gucken, wer ist da mit in dem Land halt, ne? Und dementsprechend guckt man da natürlich auch, wie man kann man da als Test- oder Freundschaftsspielpartner da gewinnen halt. Und wie gesagt, wir sind dabei. Okay. Ja, René, ich hätte jetzt noch eine riesen Liste an Fragen hier, würde aber dann leider das Format dieser Sendung ein bisschen sprengen. Insofern danke ich dir für deine Zeit, die du dir hier so ausführlich genommen hast und hoffe einfach mal auf nachhaltige Erfolge in nächster Zeit und ein Stück weit Kontinuität, dass wir hier vielleicht doch mal öfter noch mal die Gelegenheit haben, so eine Sendung zu machen und dass wir dann auch Themen besprechen wie, warum sollte ich meinem Mitbewohner nicht mein neues Auto borgen oder was hat René Schneider mit dem verrückten kolumbianischen Torwart Higita gemeinsam? Wir werden sehen. Ja, also danke für deine Zeit hier und maximale Erfolge an Bord der Kogge. Dankeschön. Ein kleines Antrittsgeschenk haben wir aber auch noch mit vorbereitet hier. Ja, den ist zwar noch ein bisschen hin, aber den Weihnachtskalender aus unserem Merchandising. Wir haben dann mal hier oben so eine kleine Zahl notiert. Das wäre so die Wunschpunktzahl so zum Ende der Hinrunde gegen Chemnitz. Kannst du mal gucken, was reiche ich denn der Mannschaft gleich rein? Machen kannst du. Dürfen ja jeder da ein Türchen aufmachen dann immer, ja. Das war Hansa Intim, der Live-Talk aus dem Fanhaus, heute mit René Schneider. Ich hoffe alle, dass ihr zum Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück im Ostseestadion seid. Vielen Dank fürs Einschalten und bis bald von dieser Stelle. Ahoi!